Und da sind wir wieder zurück zu Fallout. Wir wollten die Raider hier in dem Regionalbüro zerstören. Und wir haben einen neuen Auftrag, oder ich habe einen neuen Auftrag von euch erhalten. Und zwar sollen wir auf jeden Fall auf die Insel gehen, die Insel komplett frei machen und da dann unsere Hauptbasis drauf machen. Also draufbauen, da dann die wichtigen Charaktere alle hinziehen lassen und so weiter und so fort. Also das Sanctuary praktisch abgelöst wird als, ja, als Hauptbasis. So. Raiderline. Habt ihr euch versteckt, ihr Schweine? Ich kann mich an das Gebäude hier überhaupt nicht erinnern. Komm schon her, du Wichser! Ja, hast du mich gerade den Wichser genannt, oder was? Du Buck! Alter. Wie er mir ausmacht. Ich wollte gerade sagen, schieße ich jetzt daneben. Warte mal, sprach den Roboter, der muss mir mal helfen da. Zack, bumm. Experte! Eine Lächerlichkeit ist das. Rewarded, no. Invest, infested, no. Missions, shit. Wartet kurz. Etwas kopflos an die Sache rangegangen. Minischen. Durch. Ah! Ja, genau das habe ich natürlich geplant, dass es funktioniert. Rechtsvollzug ist logisch. So, Einheit aktivieren. Und schon haben wir einen kleinen Helfer. Hallo? Blau? Oh, oh, oh! Oh, wo habe ich denn da denn hingeschossen? Hey! Hey Robocock, du musst jetzt hier rüber gehen. Warte mal, der Stuhl ist ein bisschen. Ah, ist ein bisschen arg hoch. Ich werd verrückt, verschissen nochmal. Werd doch nicht direkt verrückt. Ich komm doch jetzt zu dir und bring dich um. Ist doch schön. Mit unserer ultra krassen Laserwumme, die jetzt langsam am leer gehen ist. Oh shit. Was war das? Okay, warte. Wie Piper, was war das? Ist das gerade eine ernst gemeinte Frage? Das Ding hat voll auf uns geschossen, du merkst es nicht, oder was? Was war das? Hartnäckig, ja. Ich klaue jetzt erstmal euren ganzen Scheiß und dann hat sich hier ausgehartnäckelt. So, zack. Das wär's. Das wär's. So und so. Ja, da können wir direkt reinhören. Wir sind fertig, sehr schön. Detective Valentine. Nick, hör zu. Es tut mir leid. Ja. Du hast jedes Recht, wütend zu sein, aber bitte glaub mir, ich hatte keine Ahnung davon. Operation Winters Ende war mein Baby. Wie schön. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel für die Typen aus Washington. Er hat direkt dem AADTSL Bericht erstattet. Ist alles in den Akten vermerkt. Hier sieht's aus wie im Raider-Paradies. Hey, Piper. Thomas, Marcel, ganz kurz, ganz kurz. Echt viele, nicht wahr? Piper. Okay. Piper, Piper, warte kurz. Handeln, So. Piper, handeln, ganz kurz. Ich bin ultra vollgepackt, ja. Blablabla. Fatman, hier, kannst du nehmen. Dankeschön. Und den Schrott am besten auch direkt noch hinterher. Oh, guck mal, die schluckt aber einiges. Schon ziemlich gut. Okay. What? Wir schleichen gerade, hä? Ah. Man kann hier laufen? Oh, guck mal, man kann laufen. Wow. Ich gehe nicht allein. Schau doch mal. Hallo. Alter, das reißt so rein. Richtig nass. Da unten wären wir, glaube ich, vorhin hergekommen. Oder? Okay, vielleicht doch nicht so ganz sicher. Ich muss mal was naschen. Obwohl wir auch wieder genug Stinkpacks sammeln. Trotzdem. Ja, ich glaube, hier werden wir. Genau, da ist der Roboter, der immer noch hängt. Okay. Warum auch nicht? Kronkorkenvorrat. Ein weiteres Hörband. Nachricht an Alexander Strelnikov. Mein verehrter Mr. Strelnikov. Ich weiß, dass Personen in ihrem Berufsfeld Diskretion wichtiger ist als alles andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich meine, kommen Sie. Eine Kugel einmal quer durch die halbe Stadt und sie haben Ron Travios sauber weggepustet. Sie sind ein Künstler, Sir. Sind alle Auftragskiller aus Russland so gut wie Sie? Das bezweifle ich doch stark. Aber hören Sie, Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Gut, okay, dann ist es so. Schön, schön, dass es so sicher aufgehoben ist, das Geheimnis. Aber ich habe es jetzt ja doch irgendwie gehört. Also so gut kann diese Geheimnisaufhebung ja nicht sein. Handschellen. Oh, die haben auch irgendwas, was wir brauchen. Einen Inhalt. Haben wir jetzt alle gefistet? War's das schon? Oh. Irgendwie ja nicht.
Stehen geblieben. Du Pisser! Metzel Stinkpacks nehmen, ne? Das kannst du nicht machen. Nicht, wenn ich ja Metzeln bin, hallo? Cool. Ich glaube, es geht los. Sieht nicht freundlich aus. Auf Nimmerwiedersehen. Ah, ich hatte den Stimpack-Vorrat hier. So, was haben wir denn hier noch? Da sind überall Kabel. Das heißt, hier ist auch irgendwo der PC, um den ganzen Scheiß zu steuern, oder? Kamera, Handschellen, läuft. Eine Hand, da hat sich jemand, oh, Saw-mäßig die Hände abgesägt. Die Hände abgesägt. Beide irgendwie merkwürdig. Ich glaube nicht, dass es so einfach geht. Ach, hier ist alles abgeschlossen. Guck mal, hier sind Löcher in der Wand. Können wir hier nicht einfach durchsteigen? Also, merklich, Fallout. So. Ja. Ja. Sehr gut, da ist noch ein ganzer PC. Oh, yeah. Porcelain Patrons. Ja. 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 Mal gucken, was er jetzt gleich sagt, wenn wir das hier schaffen. Ja. More ist falsch. Ach, fuck. Ja, scheiße. Sorry, das war irgendwie ein kleiner, aber feiner Fehler, den ich da betrieben habe. Bon, bonne. Ach, scheiße. Das hier. Ah! Jetzt laufe ich wieder. Eine Sekunde. Okay. Diese Feststelltaste, die auf groß schreiben, läuft man. Und ich will nicht, dass das durchgehend an ist und leuchtet. Sehr gut. Weg damit. Ach, Versuche zurückgesetzt. Leck mich doch am Arsch. Ich dachte, wir könnten Versuche entfernen. Hiermit. Falscheinträge meine ich. Obwohl wir sogar im einfachen Dinge sind. Aber jetzt, wo die Teile mal wieder da sind, können wir ja sehr benutzen. Da war noch was. Ha. So, also. Cool. Mhm. Das kann das ja dann theoretisch nicht sein. Das hier könnte das sein. Nee, halt. Ach, scheiße. Schon wieder den Fehler gemacht. Ach, leck mich doch am Arsch. Wisst ihr, die extremen Dinger, zack, bumm, fertig. Und hier krebel ich mir einen ab. Copy. So, verdammte Scheiße nochmal. Fuck. Komm, was ist nicht das hier? Fuck. Piper, ich brauche deine Hilfe, du all die Bigs. Camp. Mhm. Deep. Alles klar. Team. Mhm. Team hat es doch gar nicht sein können. Was mache ich hier? Warn. Shit. Found. Okay. Front meine ich. Ah! Das darf doch nicht wahr sein. Rise. So. Null Treffer. Null Treffer. Was war das jetzt? Hier, auch null Treffer. Rise und hier, das hier. Oh Gott. Leute, was ist denn hier los? Ist das Ding kaputt oder was? Feed. Feed. Oh Gott. F, A oder T? Nee, F oder A. Okay. Cool. Ah, Gott, endlich! Leck mich am Arsch, verdammte Scheiße! Safe-Steuerung! So, das war jetzt aber doch schon leicht kritisch hier. Ach, halt die Gosch, jetzt habe ich irgendeine Scheiße aufgehoben. Piper, du bist wirklich immer wieder am Labern hier. Also, warum ist denn hier eine 10mm Pistole? So, nicht die von uns, die wir immer spielen? Weg mit dem Scheiß. Raketenwerfer. Wollte ich ja mitnehmen. Um ihn zu verjuckeln, ja, das. Okay. Der Ding labert übrigens gerade irgendwas über ArcJet, der Radio. Der Radiomann. Das Geschütz haben wir ja down gemacht. Das heißt, wir sind ja fertig. Heidenai Kartoffelbrei. Das hat jetzt echt ein bisschen gedauert. Schreibmaschine auch mitnehmen. Ich würde sagen, wir liefern den Kram auch erstmal ab. Beziehungsweise gehen in die Siedlung, wo wir das abgeben müssen und, liefern dann da unseren ganzen Schrott ab. Wir haben ja echt viel Scheiße. Und legen am besten dann auch den Fatman weg. Und ja. Die Piper trägt ja unseren ganzen Scheiß. Die Piper riecht nach Shit. Oh yeah. Der 65, der. Jetzt höre ich gar keine Mucke, sonst ist doch hier im scheiß Ladebildschirm eigentlich Musik. Was ist da los? Oh no.
Das dauert ja Jahrzehnte. Da haben wir es wieder, die langen Ahnen, also. Warte mal, ich drehe mal hier die Lüfter ein bisschen hoch. Und PC, dass er schneller lädt. Okay. So. Welche Mission waren das jetzt, die wir da eingeschlagen haben? Die bunte Stadt. Mische grüne Farbe zusammen. Genau. So. War das hier irgendwas? Ach, keine Ahnung, naja, egal. Wir gehen jetzt einfach zurück nach Sanctuary Hills und geben unseren ganzen Scheiß ab. Wir haben einfach zu viel Kram dabei. Oh, 9 Leute, sehr gut. Wieder einer mehr geworden, das ist schon mal nice. Das ist der Renner vom Institut, oh, das sehe ich doch von hier. Wie der aussieht, total etepetete, ne? Mit seinen fancy Goggles im Gesicht. So. Erstmal den Scheiß, den wir haben, dann Piper, dein Scheiß. Was habe ich dir gegeben? Märchen alles, danke. Hoppala. So. Fatman weglegen. Wir haben schon so viele Fettmänner. Fiatmian. Und sonst habe ich hier noch was gegeben? Nee, ne? Oh, kurz. Okay, wir haben irgendwie 59 Kilo zu viel auf den Rippen. Was haben wir hier gehabt? 57. Schau, ein Nahkampftreffer bei einem Treffer zu entwaffnen. Nahkampfangreifer. Okay. Ja, ist auch besser. Das Ding an sich reduziert den durch Tiere verursachten Schaden um 15. Gut, die Metallrüstung ist natürlich deutlich krasser. Man, wir haben ja schon mal von Tieren angegriffen, oder? Ich glaube, wir haben mit Tieren noch kein Problem gehabt. Na, lass ich jetzt mal weg. Ich lege das eine Teil, dieses schicke Ding, lege ich weg, das hier. Das andere verschrotte ich einfach. Und dann kann ich wiederum das, was ich angezogen habe, noch gemütlich verbessern. Herstellen, hier, das da, weg damit. Und dann haben wir hier schon, das kann man nur so machen. Ah, das ist der Helm, ja, logisch. Jetzt klingelt mein Telefon, lächerlich. Hey, wo ist denn das Teil, das Jägers? Habe ich es jetzt gerade weggekloppt? Bin ich dumm? Ah, eine Sekunde. Heide, nein. Handy auf lautlos stellen. Wenn ich hier diese ungeschnittenen Aufnahmen mache, wo ist der verkackte Dreck, den wir gerade eben hatten? Hatten wir nicht eben des Jägers irgendwas? Fehlt uns jetzt irgendeine Klamotte? Hä? Das Problem löst das. Ist das das? Ah, ich guck nochmal kurz rein. Geh weg, Piper. Ich bin heute verwirrt. Bleib verkleidet. Nein, wir wollen Taschen. Kann man super Taschen dann machen, ey. Taschen. Ja. Alles klar. Dann, mit Taschen des Problemlösers. Mit Taschen ist schon, hoppala, sind schon dran. Wir können hier noch ein bisschen bedazzeln. Und zwar eine Legierung drauf machen, so. Ach, fuck. Guck mal, hier können wir auch noch was machen. Legiert, jawollo. Und hier, Taschen. Das ist es doch, oder? Was ich gesucht habe, das Scheißding. Weiß ich nicht. Kann ich nicht lesen. Terrarium. Rüstungsmeister Stufe 2 bräuchten wir langsam mal. Ich glaube, da haben wir sogar den entsprechenden Punkt dafür. Guck mal ganz kurz rein. Wartet mal. Ja, wir haben sogar 2. Rüstungsmeister. Ich glaube, das mache ich. Ich denke, man kann nie gut genug aufgerüstet sein. Ich mache das jetzt mal. Ja. Und guck hier direkt rein. Wir nutzen es sofort. Ja, wahrscheinlich können wir das jetzt hier halt auch nochmal ein bisschen verbessern. Ja, natürlich. Poliert. Können wir jetzt die Supertaschen machen? Ja, moin! Und wir haben nicht mehr so arg viel Leder. Egal. Zusätzliche Taschen. Es ist halt ein bisschen blöd, wenn man die Dinger verliert. Also irgendwie auszieht oder wie auch immer. Oder austauscht. Dann steht man meist total über...
überladen da. So. Verdammte Scheiße. So. Ich bin heute irgendwie nicht auf der Höhe hier spieltechnisch. Es geht nix, Snyder. Es geht nix. Nanofaser. Oh, dude. Dude, shit on a wheel, Pedizzle. Da ist natürlich schon. Hä? Ich wollte das. Tja, läuft's nicht. Was fehlt uns hier? Stufe 4? Finde ich ein bisschen frech. So, mit zusätzlichen Taschen. Wir tragen ja gerne viel und schwer. Ich bin dumm. Ich will immer auf Escape rausgehen. Jetzt gehe ich. Naja, egal. So, legiert. Zusätzliche Taschen sind schon dran. Was ist das jetzt mit Taschen? Okay, ich glaube, jetzt ist alles erledigt. Ja. Läuft. Ja, verlassen. Wie sieht es hier aus mit der Tragik? Oh, 340. Bolirio. Sehr schön, sehr schön. Wir sind aber immer noch sehr voll. Wir können jetzt noch unsere Dinge ablegen, unsere Mods. Hier unten haben wir die, gell? Ja. So. Und. Krass, wir sind ultra voll. Haben wir irgendwie wieder viel Futter mitgenommen oder was ist hier los? Schrott habe ich noch, das kann ich noch ablegen. Ich habe doch hier schon wieder irgendeine Waffe dabei. Ja gut, klar, Injektorgewehr natürlich. Wobei ich das jetzt nicht erstmal nicht live dabei haben will, das Ding. So, also Injektorgewehr erstmal weg. Zahnstocher ist am Stissel. Ha, der Raketenwerfer auch erstmal weg. So. Genau. Und jetzt sind wir langsam wieder. Aber auch wirklich nur ganz langsam. Auf unserem Idealgewicht. Was haben wir dabei? Dass wir waren auf 290, glaube ich, als wir komplett fertig waren. Waren wir auf 190, meine ich. Ich weiß, dass wir über 100 Dingens frei hatten. Klar, wir haben gegen die Ding gekämpft, gegen die Königin und haben da halt jetzt auch einiges an Steaks dabei. Darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, auch noch anderen Scheiß aufgehoben. Einfach so anderes Essen. Diese Kuchen und der ganze Fetz. Die geht bloß fort, Marzi, oder wie du heißt. So. Genau. Und zwar. Also, aufbereitetes Wasser. Gehen wir mal weg. Dann. Da unten fängt das schon wieder an. Eingelegte Scheiße. Haben wir hier. Kaugummi brauchen wir nicht. Blutpakete brauchen wir auch nicht. Wo habe ich denn das Blut? Was habe ich denn alles mitgenommen? Wir haben doch erst im letzten oder in der vorletzten Folge hier irgendwie geleert. Kann doch gar nicht sein. Stealth Boy, da könnten wir eigentlich auch mal einige ablegen, ne? Einer wiegt ein Kilo. Wir brauchen nie im Leben 9 Stealth Boys auf einmal. Das war's schon. Ach du Scheiße. Ich weiß gerade beim besten Willen nicht, warum was an uns jetzt gerade so schwer ist. Also, vielleicht sind es die Klamotten, aber so arg viel mehr können die auch nicht wiegen, oder? Also, ich weiß genau, wir hatten hier unten 100... Irgendwas mit 100 stehen, als wir letztes Mal komplett ausgeleert waren, oder? Meint er nicht auch? Also, oder zumindest 209. Und da sind jetzt ja fast noch 30 zu viel drauf. Ich raff's nicht. Haben wir irgendwas Schweres, was bei Diverses drin ist? Da war eins mit einem Gewicht. Hier. Gebändete Schmerzunterdrückung. Okay, bla 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 bla. Da war wieder was, aber das hatte auch nur ganz wenig. Ich bin gerade echt völlig überfragt, wo jetzt dieses Gewicht... Wartet mal, wir haben hier bestimmt noch irgendeine Kacke dabei. Irgendeine Wumme, die wir nicht brauchen. Was habe ich jetzt gemacht? Ah ja. Also, Kelloggs Pistole. Ja, das ist eine 44er. Aber ich sagte, die nehmen wir mit, ne, weil wir sonst keine 44er haben. Genau. Okay, also Kelloggs Pistole läuft. Die ganzen Sachen zum Schmeißen halt. Klar, da haben wir viel dabei. Unsere Snipe, unser Zahn, diese mächtige Kartoffelpistole. Das Laserscharfschützengewehr kann man noch weglegen. Ja. Laserscharfschützengewehr legen wir noch weg. Weißt du was, das gebe ich der Piper jetzt einfach mal. Hm? Piper, ach Gott. Schau dich um. Bitte, hey. So, Laserscharfschützengewehr, bitteschön. Ach so, da muss ich ja noch die Munition dafür geben, ne? Sonst kannst du nicht damit schießen. Ah, scheiße, die kommt dann. Piper, aufgepasst. Was brauchst du dafür nochmal? Bestimmtes? Einfach Zelle? War das einfach Zellen? Okay. Aufgepasst. Achte nicht auf die Unordnung. Nee. Unordnung in deinem Anus.
Fusionszelle? Fusionszelle? Sind das die Fusionszellen? Ja, wahrscheinlich. Wie kann ich denn das jetzt... Ah, ja. Nur eins, Piper, nur eins. Guck. Bitteschön. Aber jetzt leg schon mal los mit dem... Ah, ich muss es ihr noch ausrüsten. Ne? Ich kann ihr die Waffe ausrüsten. Ich hab ja was du brauchen kannst. So. Komm. Eines Tages ja! Sanctuary eine pulsierende das ist jetzt Gemeinde roh, gell? Das ist jetzt roh, Fräulein. So, jetzt speichern wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo wir die Quest abgeben können, die wir gemacht haben gerade eben. Ich habe den kompletten Überblick verloren. Heute bin ich wirklich sehr kopflos. Aber ich kann euch schon mal unser nächstes oder unser Ziel zeigen. Und zwar handelt es sich um die diese Insel hier. Glaube ich. Oder ist das die Insel? Ist hier da oben irgendwo? Ich glaube, es ist die da unten. Wir gehen mal nach Fort zur Burg. Die wir übrigens auch verstärken sollen. Das habt ihr mir auch gesagt. Dass es wohl sehr wichtig wäre, da irgendwie was zu machen. Oder dass sie noch wichtig wird. Da können wir dann mal gucken, wie es aussieht. Im Moment wohnt da nur eine Person. Vielleicht können wir da noch ein Bettchen hinstellen. Also wir schaffen die Insel jetzt in dieser Folge eh nicht. Aber wir können schon mal kurz darauf hinarbeiten. Radio Kartoffel. Es liegen keine Meldungen vor. Das. Eine Roboterwerkbank. Stimmt, ja. Wir können jetzt ja auch eigene, oder könnten eigene Roboter bauen. Ich würde sagen, wir machen es so. Wir gehen da hoch und stellen jeweils auf die Ecken Geschütztürme hin. Öffnen, dass wir da ein bisschen was stehen haben und rufen dann und holen dann noch so eine. Da oben sind welche. Okay. Gut, dann mache ich einen Geschützturm hier so hin. Das ist praktisch die letzte Bastion, wenn sie schon drin sind. Damit das auf alle holzt. Und dann können wir hier drin wiederum so ein Ding machen. Sonstiges, genau sowas. So Leitstrahl. Den machen wir hier hin. So. Kriegt er noch Strom. Die anderen Dinger, Stromsachen, die wir hier am Start haben, sind ja bereits komplett belegt mit dem Radio Freedom. So. Warum sind wir jetzt energietechnisch rot? Was können wir noch machen? Wir können von denen 55 bauen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnen würde von den Dingen her, jetzt hier diese großen zu machen. 12er, die bringen aber auch nur 3. Nee, 55 ist auf jeden Fall teut. Warum sind wir im Minus, was Energie angeht? Ich stelle hier halt einfach nochmal so ein Ding hin. Eben noch im Minus. Okay, noch so ein Ding. Alles klar, ich habe keine Ahnung, warum wir hier im Roten sind. Nun ja. Aber wir haben schon 5 Betten. Okay, aber wir haben nichts zu essen. Das heißt, da ja gleich sicherlich irgendwelche Leute kommen, sollten wir noch was zu futtern anbauen. Wie weit geht denn das da raus? Nicht arg weit. Und draußen sollten wir das Essen auch nicht anbauen, weil sie ja sonst im Notfall... dann ihr Essen außerhalb haben halt. Jawohl, sehr gut. Da. Ich mach's mal hier hin. Hier ist ja überall Boden. So. Und sobald dann jemand da ist, dann macht er sich bestimmt eigenständig oder selbstständig an die Arbeit. Und macht den Scheiß hier. Kümmert sich um das Futter. So. Oh, guck mal, wir haben sogar schon jemanden, der das macht. Alles klar. So viel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt brauchen. Ja, wir sind jetzt schon bei 3. Oh, 2 Leute. Ja, sehr gut. Das ist eine neue Person. Dieser eine. Es war doch eben nur einer, oder? Komm, Platz sparen. Geht da nicht noch was rein? So, wo ist der Neue? Hallo? Der, die, das Neue? Hello? Ich sehe niemanden. Wasser brauchen wir noch. Jawohl. Wird gemacht. So, Wasser, Wasser, Wasser. Ich mach's mal... ich mach's hier hin. Okay. Also jetzt sind wir hier wirklich optimal ausgerüstet, würde ich sagen, würde ich sagen. Und die Insel ist da hinten. Ist sie da schon? Konnte man sie da eben sehen? Nein. Da vorne ist sie. Das da vorne, hier, ist die Insel. Da hinten, das, seht ihr das? Dieses, ja, diese Insel, die man da eben sieht. Sind da vorne. Okay, da waren wir noch nicht. Müssen wir auch noch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal darüber. Jetzt am Ende der Folge schwimmen wir einfach noch rüber. Ich nehme mal einen Red X. Schillele. So, Speicher für alle Fälle, falls da irgendwelche Seemonster drin sind, die uns in den Arsch zwicken. Dann schwimmen wir einfach mal drauf los.
Ja, Piper, da musst du dich halt auch mal ein bisschen beeilen, ne? Nicht immer nur labere. Was geht da unten eigentlich so ab? Okay. Irgendwie ist hier nichts, was lebt. Ich weiß nicht, wie lange ich hier tauchen kann. Warum kann ich ewig tauchen? Weiß ich nicht. Oh Gott, wann krieg ich ein Eis? Shit! Also ich habe keine Ahnung, warum habe ich keinen Tauchbalken, wo man sieht, wann ich ja sauf. Oder bin ich irgendwie schon so mutiert, dass ich ewig tauchen kann? Hm. Piper, alles cool? Piper? Ah, da hinten. Da hinten schwimmt sie rum. So, und schon sind wir da. Wir können sogar jetzt schon ein bisschen anfangen, hier zu säubern. Oder zumindest mal Spectacle Island, zumindest mal schauen, was hier geschehen ist. Piper, nicht im Wasser rumstehen. Sieht voll chillig aus hier. Da vorne ist auch noch was. Was war das? Achso. Die wilde Kackblume. Kühlmittel, ganz viel Zeug und Munition und ein Jagdgewehr, dass wir eine 308er Round. Nice. Da chillt jemand rum. Ein Siedler. Was schätzt ihr, was hier passiert ist? Sieht auf jeden Fall aus, als wenn es ein Unwetter gewesen wäre oder so. Dass es einfach niedergestreckt hat hier, diese kleine... Da vorne fliegt jemand. What? Piper! Hast du es gesehen? Da fliegt jemand. Um Gottes Willen. Wo ist die funktionierende Treppe nach oben? Gut, hier ist scheinbar gar nichts. Hier ist totale Ruhe. Totally real. Gehen wir mal kurz zu der fliegenden Puppe. Oder Figur. Aber es sieht aus wie... Alles klar. Ja, ja. Gell, der PC hat die Nase so weit vorne. Man kann so weit rendern. Die Konsolen können das alles gar nicht. Und dann kommt so eine Scheiße hier, ne? Render Distance auf 8 Millionen. Ja, ja. Maluk. Maya Lurk? Hallo, Mira Lurken. Dude, this is a Jigger! A Mylurk Jigger! Okay, ich geb dir einfach den vollen Pimmel. Fuck, du warst tot. Wait, dude, wait. Wait a second, dude. Alter. I can give you my shit! So. Naja, ich hab sie im Visier gehabt, aber jetzt sind sie tot. Look at this bitch. Ob die trifft? Voll daneben. Wow, ich bin so gut. Oh mein Gott. Enorm. Diese Abnormitäten. In diesen Geräten. Piper, hilfst du auch mal kurz oder chillst du komplett deine Basis da hinten? Piper, hier ist vorne die Verstrahlung. Ey, ist total eklig. Das ist total eklig. Pippe. Pippe, guck dir mal den Keller an. Mach ihn mal tot, bitte, Pippe, gell? Guck, was dabei hat. Da hat schon richtig tighten Kram dabei. 10, wenn du zielst. Wenn du zählst. Okay. Gut. Piper, ich bin hier voll am verkacken. Geh nicht da rein. Das stinkt. Die geht einfach rein. Die ist so krass. Da haben wir noch einen. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Red Egg nehmen. Ein Red Egg. Ein Red Egg. Und da mal reingehen. Was ist denn hier drin? Das ist doch bestimmt irgendwas, oder? Einfach nichts. Einfach nur die Verstrahlung des Todes. Alles klar. Da hätte ruhig mal so eine Verstrahlungspuppe sein können, dass man irgendwie 800% weniger verstrahlt werden kann. Weil man sich einfach getraut hat, weil man die dicken Eier hatte, da reinzugehen. Aber no. There is no Verstrahlung, Pastrami. Jetzt war mal da auch mal der Rudebo. You understand it now. In my pants. Ja, das sind die Schaufensterpuppen. Ich wusste es. I have it gewiss. Look at this bitch. Etwas zum Entsperren. Ach so. Mhm. Gut, gut. So. Schön. Ist hier noch irgendwas Schnuckeliges versteckt? Nein? Nein?
Okay, es würde mich echt interessieren, was in diesem Bötchen da ist und was halt hier so passiert. Oh, das eine ist einfach so aufgegangen. Wahrscheinlich kommt da gleich irgendwas rausgesprungen. In mein Face. Wir gucken mal. Ja. Ja. Ach so, das war nur die Animation. Das ist halt einfach aufgegangen. Weil ich kurz mit E dran gekommen bin, wahrscheinlich. Okay, läuft. Expertschlosser, da gar kein fucking Problem für mich, dude. Zack. Das wär's. Das wär's. So. Sonst ist ja alles erledigt. Ah, du kleiner Sack. Ah! Komm schon. Do it! Yeah. Cool. Cool. Wir brauchen Munition, ganz viel Munition und andauernd sind da schicke Haarbürsten drin. Okay, Leute, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter und gehen auch zu diesem Schiffchen da. Viel Spaß, ciao, ciao, huhu.